schnell geht eine Saison vorbei, mit Höhen und Tiefen. Das Saisonfinale startet, es wird emotional. Bleibt einfach dran, im Laufe des Videos werdet ihr mehr erfahren. Heute geht es dran gegen Eintracht Braunschweig. Die können im schlimmsten Fall noch auf den Relegationsplatz rutschen. Die aktuelle Tabelle seht ihr jetzt. Platz 14 geht an Eintracht Braunschweig mit 36 Punkten. Wir sind genau ein Platz drüber auf Platz 13 mit 38 Zählern. Und jetzt kann man natürlich schon sagen, dass wir gesichert sind. Der Klassenerhalt ist in trockenen Tüchern, kann uns keiner mehr nehmen. Aber es geht für uns auch noch um etwas, denn sollte man auf Platz 15 rutschen im schlimmsten Fall, dann würde man für den DFB-Pokal im Amateurtopf landen. Bedeutet, man bekommt dementsprechend einen stärkeren Gegner zugelost. Und das würde ich gerne auch noch vermeiden und will die Mannschaft, denke ich, auch uns Fans jetzt nochmal ein würdiges Ende im Ostseestadion liefern. Und ihr wisst, was wir zusammen alles erlebt haben. Die Saison, Achterbahn der Gefühle, kann man nicht anders beschreiben. Aus diesem Grund habe ich euch noch einen kleinen Rückblick zusammengeschnitten, was wir gemeinsam mit euch erlebt haben. Viel Spaß damit. Los geht's. Alles fing an in dieser Saison mit dem 1:0 Erfolg in Hamburg gegen den HSV. Über 10.000 Hansa-Fans waren mit dabei. Ein ganz besonderes Spiel. Kevin Schumacher hat sich ein Herz genommen und das Ding reingemacht. Unglaublich. Ebenfalls, was wir alle abgefeiert haben, natürlich das 2:0 gegen unseren Erzrivalen Pauli. Fallrückzieher-Tor von unserem Goalgetter John Verhoek hat er sich wirklich verdient, ein absolutes Traumtor erzielt. Alle sind ausgerastet. Das wird man, denke ich, auch in den nächsten Jahren immer wieder sich reinziehen können. Was für ein geiles Spiel, was für ein geiler Tag. Oder auch der 3:1 Erfolg gegen Magdeburg, was die Jungs da rausgehauen haben. War wirklich erste Klasse im Ostseestadion. Mal wieder alle zum Kochen gebracht. Doch nach dem Heimsieg gegen Magdeburg ging die Talfahrt los. Jens Hertel entlassen. Patrick Glöckner geholt. War zu wenig. Glöckner gefeuert. Alois Schwarz musste ran. 3 Trainer in dieser Saison. 8 Spiele in Folge. Ohne Sieg. 7-mal verloren. Ein einziges Unentschieden. Man wollte einen Schlussstrich setzen und hat auch noch Piekenhagen vor die Tür gesetzt. Entlassen. Daraufhin wurden wir von vielen schon als Absteiger Nummer 1 betitelt. Doch dann geschah es. Der Befreiungsschlag von Nils Fröhling beim 2:0 Heimerfolg gegen Greuther Fürth. Nach über 7 Monaten ist es tatsächlich unserem FC Hansa wieder gelungen, einen Heimsieg einzufahren. Der Befreiungsschlag wurde gesetzt und danach ging es nur noch bergauf. 1:0 gewonnen auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern. Die Abwehrschlacht gewonnen. Jeder hat sich in den Zweikampf gehauen. Man musste zittern bis zum geht nicht mehr, aber es hat sich gelohnt. Weiter ging es mit Siegen gegen Regensburg und Sandhausen, die direkten Duelle, wo man dann auch die 4 Siege in Folge gefeiert hat. Ein einziger Punkt hat uns nur noch gefehlt und den haben wir dann am 33. Spieltag gegen Nürnberg einfahren können. Was eine Mannschaftsleistung. Danke an das Trainerteam, danke an Alois Schwarz. Alle gemeinsam, die Fans, wir zusammen haben es geschafft, mit 5 Spielen ungeschlagen den perfekten Saisonendsport hinzulegen und den Klassenerhalt gemeinsam zu feiern. Und nun sind wir hier mit breiten Grinsen, hoffen natürlich, dass wir heute entspannt im Ostseestadion die Saison nochmal schön abklingen lassen, ohne Druck. Ihr seht es im Hintergrund noch, Johnny verewigt natürlich und Rossi. Danke an euch, danke an Hansa für diese geile Saison und natürlich auch den ein oder anderen Herzinfarkt-Moment, muss man einfach so sagen. Jetzt aber mal los, die Jungs warten, letzter Spieltag gegen Eintracht Braunschweig, auf geht's. Letzter Spieltag. Moin Jungs, seid ihr gut drauf? Ey, wie früh sind wir denn jetzt schon wieder unterwegs? Zu früh. Zu spät schon wieder. zu spät. Heute ein positives Ergebnis, um die Saison perfekt abzuschließen. Ne? Ich sehe gerade, ich hätte mich rasieren müssen. Hast du schon was vorbereitet? Nein, Tickets nicht ausgedruckt. Ja, Tickets erneut vergessen.
Was ist das da hinten? Ich sehe da nichts. Shame on you, ne? Ey. Leute, wer uns sieht, kriegt vielleicht was umsonst oder muss 5 Euro Probier bezahlen. Ja, genau. Überleg, ob ich schon ein. Ja, jetzt schon eins. Ja, ich hab schon, deswegen habe ich das Rollo aufgemacht, Max. Dann kannst du durchgreifen. Ach so, ja, dann kann ich ja immer nehmen, wenn ich will, ne? Genau, so sieht's aus. Perfekt. Du bist der Position, der probiert. Okay, ich reich dann immer durch. Leute, los geht's. Gestern habt ihr fleißig Bundesliga geschaut. Wer kommt neu in die zweite Liga und habt die dritte Liga geguckt? Ja, und haben mitbekommen, Neuankömmlinge, Osnabrück, Elversberg war ja schon klar. Herzlichen Glückwunsch. Wien, Wiesbaden, Platzsturm, die feiern. Ey, also, wie kann man sowas machen? Ich musste so lachen. Und auf einmal alle da schon auf dem Platz gewesen. 90. plus 4, 90. plus 6, Osnabrück dreht das Ding. Und ja, verkackt. Also, was heißt verkackt? Relegation können sie trotzdem schaffen. Aber ja, Glückwunsch an Osnabrück. Erstmal sicherer Ausstieg. Freuen wir uns. Ne? Nach Osnabrück ist es nicht so weit. Genau, und Felix? Aus der ersten Liga. Hertha, ne? Olympiastadion. Boah. Und die Schalker, ja. Ja, krass. Und wieder zwei wirklich ansehnliche Gegner, muss man sagen. Da freuen wir uns drauf. 120.000 Plätze steigen ab. Relegation ist ja Stuttgart gegen Fragezeichen. Das wird heute entschieden. Nö, HSV definitiv. Ich reich mal durch. So, das geht bis nach hinten. Bis nach vorne natürlich. Zack. Felix, sein Schal heute mit den ganzen Legenden drauf. DDR-Oberligameister. Wir sind bereit heute. Wir sind bereit. Hansa gönnt uns. So, auf ein schönes Heimspiel mit ganz, vielen Toren. Ganz easy. Und genau. Einem Heimsieg. Maximal 3. Käffchen beim Fahrer. Alvin. 33. Pflichtspiel zwischen erster bis dritter Liga. Das ist das dritte, 33. Spiel, was ich heute sehe. Prost. Eine kleine Eskorte haben wir. Aber es geht jetzt erstmal in die Raststätte. Hey, das war nicht unser Plan. Warum? Ja, kurz vor Rostock. Schönes Wetter an der Raststätte. Mal wieder fleißig am Einkaufen. Schön im Auto vollstinken. So kennt man ihn. Eilmeldung, Mitgliederinformation, gerade um 10 Uhr auf meinem Handy. Dimitros und Alois, Vertrag verlängert. Alois. Geil, Alter. Auf eine geile Saison. Jetzt schön den Kader zusammenstellen. Ich bin guter Dinge. Felix? Absolut top. Und ich für beide mega. Haben sich die beiden verdient. Dimitrios natürlich nicht zu vergessen. Ja, haben die beiden jetzt auf den ganzen Sommer Zeit. Haben sie ein bisschen zu formen nach ihren Wünschen. Dadurch, dass ihr jetzt verlängert habt, ist ja, die Erleichterung auf jeden Fall da. Leute, wir fahren jetzt zu einem sehr, sehr wichtigen Standort in Rostock. Es wird ein bisschen emotional, das kann ich euch jetzt schon sagen. Wir sind sehr, sehr lange nicht dort gewesen, Alvin. Ja, aber ihr werdet es gleich sehen. Wir wollen nicht zu viel jetzt sagen. Also, es geht nach Lüttenklein. Gucken wir mal, was sich da so verändert hat. Am Sinister. Da haben wir. Wo ist der Asiamarkt? Am Sinister vorbei. Weißt du, was wir damals geguckt haben? Die wilden Kerle mit unserer Oma hier, genau. Alter, Lüttenklein, ja. Mit dem dicken Michi. Hier haben wir eigentlich jedes zweite Wochenende verbracht, den ein oder anderen Burger verspeist, weißt du noch? Ja, geil, Warnow-Park. Da kommen Erinnerungen hoch. Ach, du hast auch in Lüttenklein gewohnt? Ja, meine erste eigene Wohnung war das. Oh, hier. Felix. War mir gut, weil im Warnow-Park obendrauf ist eine Disco, war mir praktisch der Weg. Ah, seine Hut. Alvin, hier haben wir immer die Plastikbälle geholt für 1 Euro im Netto. Geil. Oha, schönes Wetter auch. Ja, einfach geradeaus durchfahren. Hier links, letzte Straße links. Da hat unsere Oma gewohnt. Wir wollen uns das nochmal anschauen, ob es sich groß verändert hat, was da gerade so Sache ist. Und ob es noch vielleicht den Fußballplatz gibt, wo wir immer gebolzt haben damals. Ich sehe schon, hat sich eigentlich nicht viel verändert. Genau da seht ihr schon, im zweiten Stock haben wir dann immer jedes zweite Wochenende mit unserer Oma verbracht. Hier seht ihr schon unten Hansa-Farben, blau-weiß-rot.
Auch der Bus steht schon dort. Da vorne, genau da immer Fußball gespielt. Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Schöne Tage. Schwang aus der Jugend. Schöne Pizza hier. Ja, ich kann nicht in die Kamera. Ja, so war das halt. Ne? Unsere Oma hatte die viel, aber ist dann immer mit uns am Wochenende ins Stadion gegangen oder alle zwei Wochen oder wenn wir halt mal da waren. Genau, und da geht's jetzt rein. Ich weiß nicht, da könnte noch ein Fußballplatz sein. Dort haben wir auch immer gekickt. Schauen wir uns mal an, ob das Tor noch steht oder sie haben es weggemacht. Das sieht aus wie ein Bolzplatz. Sieht so relativ hoch aus, doch, als ob das genau so noch aussieht wie damals. Das kannst du auch keinem erzählen, das hat sich einfach nichts verändert. Ey, es hat sich einfach wirklich gar nichts verändert. So lief das dann am Wochenende immer von Hamburg nach Rostock zu unserer Oma und dann haben wir dort immer Fußball gespielt. Ja, geile Zeit. Hier hat es auch unter anderem angefangen mit unserem FC Hansa. Von klein auf, Oma, Opa, Onkel, Mama, Papa, die uns da reingebracht haben. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen was aus dem Archiv rausgeholt. Für viele vielleicht interessant, um uns persönlich auch noch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Dass ihr nicht denkt, dass wir jetzt erst ins Ostseestadion gehen oder sonst was. Nein, das Bild ist von 2007, handelt vom Aufstieg gegen Unterhaching. 3:1 haben wir da gewonnen. Da waren wir beide damals im Stadion schon. Ihr könnt es schon sehen, sein Schal ist mit dabei, den anderen habe ich heute auch mit, werdet ihr im Laufe des Videos sehen, wie klein wir damals waren. Er war auf dem Foto 7 Jahre alt, ich 9. Ja, mittlerweile ist er ein bisschen größer geworden als ich. Schöne Zeiten auf jeden Fall, das war der Aufstieg, letzter Spieltag ebenfalls, 20. Mai 2007 gegen Unterhaching, 3:1 haben wir dort gewonnen. Wie man sehen kann, standen wir, das war tatsächlich im Auswärtsblock. Unterhaching hat sich, glaube ich, nicht mehr angekündigt. Die wollten nicht mehr kommen. Und ja, da wurde der Gästeblock kurzerhand für die Hansa-Fans geöffnet. Und haben uns da noch ein paar Karten ergattert. Genau. Natürlich mit einer Legende, die ihr auch kennt. Das Foto wurde geschossen von André. Wer hat das Bild gemacht? André ist mit uns hingegangen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe nichts vom Spiel gesehen. Er hat uns vielleicht mal 5 Minuten immer abwechselnd mal hochgetragen. So, Jungs, jetzt könnt ihr mal was sehen. Aber am Ende ist scheißegal, wir sind aufgestiegen in die erste Liga. Genau das Trikot habe ich jetzt auch an von der Erstligasaison. Passt eigentlich ganz gut mit Enrico Kern, einer meiner Lieblingsspieler. Ja, zur Feier des Tages gab es Freibier, was heutzutage, weiß nicht, ob das nochmal vorkommen wird. Ja. Zum Bundesliga-Aufstieg. Auch bei einem Aufstieg, wer weiß. Ja, und André, wie ihr ihn kennt, ne? Albi, Max! Mit 2-3 Bechern in der Hand. Nehmt euch drei Becher. Wir müssen irgendwie so viel Becher wie möglich für mich mitbringen. Wir haben natürlich nicht getrunken. Wir haben die Becher für ihn schön dann mit aus dem Ostseestadion rausgetragen. Genau, das war so ein kleines Archivbild, ne, von uns, von damals. So sehen wir aus. So sehen wir nicht mehr aus. Ja, schon krass, ey. Was macht der Stuhl da eigentlich? Das ist der Trainerstuhl von Alois Schwarz. Bis 2025 verlängert. Bester Mann. Jetzt kommt Kontinuität rein. Ja, es gibt ja jetzt immer hier mehr das Aufkommen Influencer aus den Stadien und sowas. Ich bezeichne uns nicht als das. Wir sind Fans von Hansa. Wir wollen Hansa zeigen. Wir sind keine Influencer, naja, sondern Fans. Erstmal in Richtung Bechersammler. Da gibt es nämlich was am Fanhaus. No. Die wollen wir uns nicht entgehen lassen. Ja. Vielleicht schaffen wir es dann noch zum Fanmarsch. Wäre eine schöne Sache. Nur noch mal zum Zeigen. Also eigentlich hatte ich den Schal um und er den hier, aber getauscht, ist getauscht. Die werden bei uns im Besitz bleiben, werden vermacht an unsere Kinder, wurden an uns vermacht. Genau, die wurden uns an uns vermacht und werden natürlich selbstverständlich auch immer weitergegeben. Mach mal ein Plöppi. Prost. Am Fanhaus soll es ja die Kolkebecher geben. Die Kolkebecher, noch ist relativ ruhig, also wir wittern unsere Chance. Der Sammler. Kolkebecher muss sein. Haben wir uns geholt. Hier am Fanhaus. Genau, alle sehr nett. Ne, haben wir schon ein bisschen geredet. Alle vorbeikommen und ein bisschen was da lassen. Oh Mann. Oh Mann, Stefan, Alter. Oh.
Mann, ach, Stefan, Alter. Drin. Ey, Mann, so kennt man den. Also, Schlag zu mit Unterschrift. Habe ich die Unterschrift schon gezeigt, ja, ne? Läuft. Ja, sauber. Oh, Felix, vielen Dank. Großzügig ist er heute. Ja. Mit Bulette kannst du auch mal hier ein bisschen rauf machen. Die soll gut sein. Empfehlung vom Haus. Natürlich. Ja, aber Senf brauche ich mir, den Bautzner. Bautzner. Sehr schön, sehr schön. 10 von 10. Leute, müsst ihr euch holen. Aber jetzt ist die Saison eh vorbei. Also müsst ihr euch in der neuen Saison eine holen. Wir sind jetzt hier mit Ben am Fanhaus. Ben Fiete. Das ist Ben Fiete. Genau. Und der hat jetzt eine Prognose. Da müsst ihr euch warm anziehen. Lautet? Ich denke 2-0 Hansa. Und Lieblingsspieler? Volke. Man munkelt, man weiß es nicht. Hat das was mit dem Becher zu tun? Nein. Ihr habt auch ein Bild mit ihm schon gemacht, ne? Sehr, sehr cool. Ich hab mir extra zwei geholt. Nein, weißt du, was ich. Weißt du, was ich dazu sage? Kolke gibt einen aus. Kolke gibt einen aus. Kolke in den Sturm. Kolke gibt einen aus. Markus Kolke, Kolke gibt einen aus. Ein paar Becher sind drin. Der gibt ja einen Elfmeter, den er darf. Stell mal vor, ey, heute Kolke in Elber, komm. Wenn wir einen Elber kriegen, dann darf Kolke schießen. Ich bin Dimitrios. Ich auch. Oder Alois. Das Wochenende war ja schon voller Highlights. Wir machen es wie Wiesbaden, wir feiern einfach schon mal. Ja, da geht's schon los. Ein bisschen Zündelei. Der Heiligenschein, das ist der heilige Hansaschein. Das ist der Schein zum Klassenerhalt. Kleine Information. Head-to-Head, Hansa gegen Braunschweig. Wisst ihr, wie es so ausgegangen ist in der letzten Zeit? Hansa 7 Siege, Braunschweig 5 Siege und 3 Unentschieden. Das heißt? Gut, positiv. Dann heute noch ein Sieg, dann ist dann 6. Hä? So rechnen wir, ne? Boah, da hinten raucht es schon. Also der Fanmarsch. Ist im Gange. Schön, blau-weiß-rote Treppe. Da geht's los, da geht's los. Gleich geschafft. Man kann's hören. Rostock. Boah, diese Socken, wo hast du die denn her, Eddie? Oha, oha, stark. Normalen Fanshop, ganz normal. Und ihr habt euch im Zug getroffen, letzte Saison zum letzten Spieltag und jetzt wieder am letzten Spieltag. Im Zug bei Fanmarsch. Wir fahren ja auch viel auswärts, aber nicht immer. Und immer, wenn ich nicht kann, gucke ich mir deine Videos an und habe Freudentränen im Gesicht. Ey, vielen Dank. Als wenn ich dabei gewesen wäre, es ist so. Weiß ich auch wirklich zu schätzen, ne? Zwei Meter Riese, Jungs. Richtig stabiler Typ. Und ich weiß, was ihr auf euch nehmt, um das alles zu machen. Oh, ey, was geht, Alter? Korrekt, ey. Ne? Stabiles Trikot erstmal, muss man sagen. Böger, unser Lichtblick in dieser Saison. Auf jeden Fall. Ja. Und heute, was denkst du? 3-0, ganz klar. 3-0? Ja, das wird werden. So, Fanmarsch ist vorbei. Wir haben nur ein bisschen noch mitbekommen, also seid uns nicht böse, aber wir haben alles versucht, Kolkebecher einzusammeln, den Fanmarsch noch mitzubekommen. Und wir haben unseren geliebten Getreuten Daniel. Oder Mobby. Genau, und was sagst du heute? 2-1. Alvin, erzähl mal, was hast du denn so unter der Woche gesehen? Das haben die Leute nicht mitbekommen. Doch, ja. Du schon? Die Leute, die mir bei Instagram folgen. Mein Sohn sagt zu mir, hast du bei Marsch gesehen? Ich sag so, ja, er hat... Unfassbar, aber wahr. Leute, wisst ihr, wen Alvin gesehen hat? Jetzt. Bargeldstoff! 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 Hansa-Trainer-Legende, ne? Unser Aufstiegsheld. Alois! 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 Dimitros! Ja. Und was? Zachhuber! Ihr beide habt ihn gesehen. Frank Pagelsdorf. Ihr habt den Frank schon vorher erahnt.
hatte es erst hier nicht so geglaubt, aber als er es dann erkannt hat, hat er direkt, aber hierher damit, direkt hinter die Kulissen gerufen. Alvin, komm mal her. Übersicht. Übersicht auf was im alle Laden stehen und passiert liegen gelassen. Und alle stehen und liegen gelassen, direkt zu Frank. Wie die kleinen Kinder. Ach, Herr Pagelsdorf, wir sind. Es war uns eine Herzensfreude. Er genau war super nett. Wir haben uns eine Viertelstunde unterhalten. Wir haben noch zwei Autogramme geschenkt bekommen. Wir haben eine. Eins habe ich davon abgestaubt. Genau, vielen, vielen Dank, Pagelsdorf, bester Mann. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Ich bin sehr traurig, aber ihr könnt weiter berichten. Er hat uns von einem Treffen erzählt und versprochen, dass wir uns nochmal treffen. Wenn das er das Hammer einhält, das ist. Genau. Ihr könnt heulen vor ja Freude. Frank, wenn das passiert. Eine Ehre. Und wenn wir heute schon davon gesprochen haben, ne, 2007 den Aufstieg klar gemacht, wo wir im Stadion waren. Wer war Trainer? Frank Pagelsdorf. Und den hast du genau jetzt in dieser Woche gesehen. Also wenn das kein Zeichen ist. Und heute ist er dabei. Er ist auf der West. Er hat sich angekündigt. Genau. Er schaut das Spiel selbstverständlich und verbringt ein schönes Wochenende bei uns hier in unserer schönen Stadt. Harry, dein Tipp heute. Wir schießen zwei Tore. Ja? Für das Reich. Aber guck mal, wie erleichtert wir jetzt hier befreit ausspielen können, genau, in der Saison. Hat das jemand gedacht? Am Ende? Das Schaulaufen, das hat sich Hansa verdient. Schumi hat auch noch verlängert. Ja. Ja? Für 3 Jahre bis 2026 haben wir schon geredet, ne? Das ist nicht selbstverständlich. Schumi, 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 Hansa Rostock, ganze Liebe. Finn ist heute hier unser Sitznachbar, Glücksbringer. Was ist dein Tipp? 2-0. 2-0. Und wer macht die Tore? Breyer macht Breyer. 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 Wir wollen Hansa siegen sehen. Breyer macht Breyer. Breyer. Exi, altes Haus. Bester Mann. Grüße gehen raus, Tino. Für die 3 Punkte. Wir glauben an dich. Wir denken an dich. Was für Styler. Hansa Brille. Am Start zum Klassenerhalt. Und wer ist da von Lautern, der Glücksbringer? Ja. Da haben wir uns den Sieg geholt, Groundhopper. Aus Hagenow. Aus Hagenow. Hansa-Fans Hagenow. Stimmt, das ist ja Grüße das gehen raus. Ja, ja, ja. Ich war auch in Nürnberg in Sandhausen, aber da habe ich dich leider nicht gesehen. Schade. Was wir alles durchgemacht haben, oder? Die ganze Saison. Aber ich tippe 1-1. Hey, Opa Hadi. Wie geht's? Geile Friede. Heute gegen Braunschweig, was denkst du? 2-1? Ist dein Glücksbringer heute dabei? Nee. Oh nein. Die haben doch immer angequatscht in Sandhausen. Ja, sie hat uns den Klassenerhalt beschert. Ja. Kampfgeist bewiesen, Klasse gehalten. Schluss, aus, vorbei. Braunschweig, Respekt, ausverkaufter Gästeblock. Lasst uns ein paar Punkte, damit wir auch feiern können, gemeinsam. Das wäre doch schön. Wir haben es geschafft, Leute. Heute gesperrt Nico Leitert und Van Drongelen. Sehr wichtig, wenn wir ihn irgendwie fest verpflichten können. Ich bin gespannt. Sonst die Ausstellung eigentlich wie immer. Aber Ingelsson ist im Kader. Sehr, sehr wichtig. Perhoff heute nicht dabei. Bei Braunschweig
Uca, Ferai, richtig starke Spieler und natürlich Hofmann, Rostocker Jung, richtige Figur heute. Ich bin gespannt, was Braunschweig heute zu sagen hat. Und nicht nur mit den beiden Ohren, Kevin mit Ostern. Alle Bäume für alles gleich. Hansa. Zünden. Für sie geht's um alles. Saisonfinale, 34. Spieltag. Auf geht's. Zum Abschluss noch ein schöner Heimsieg. FCA, FCA, Ole. Braunschweig, die wollen jetzt, die müssen gewinnen. 8 Minuten. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und Opa Hadi noch besser mit seinen Haaren. Danke, Alois, für dein. Gefährliche Chance, also bisher war Braunschweig das Spiel. Nix. Konter. Setzen jetzt. Und ab geht's. Und jetzt. Gelb. Gelbe Karte. Jawohl. Also! Unter Druck. In der 23. Minute in Unterzahl. Da geht er hin. Wow, das ist hart. FC Hansa, wir singen Blau-Weiß, FC Hansa. Und Schuss. Yeah.
Abseits, abseits, abseits. Abseits. Kann doch nicht sein. Aber egal, wir haben genug Zeit, in Überzeit das Ding zu machen. Junge, Schumi! Zucker! Ist das ein Zuckerpass? Oh mein Gott! Ey! Oh, ist der Ronaldo, ist der Messi? Ich weiß es nicht. Sind einfach schon 30 Minuten gespielt. Das müsst ihr ausnutzen. Ein grobes Foulspiel mal wieder. Nächste Gelbe jetzt. Die gehen da aber ganz schön ruppig ran heute. Ich bin schon schwer genug. Da gibt's noch eine Karte. Nein, keine Karte. Boah, Ananu. Malone. Ich weiß nicht, ob er verlängert oder nicht. Ist ja gerade Gerüchteküche, ob er bleibt oder... Ja. Oder doch? Ja, ja, ja. Und los, Ole! Oh nein. 1-0 Braunschweig. In Unterzahl. Ja. Ich habe das Tor nicht gesehen. Ist das jetzt ein Tor? 43. Aber er hört nochmal durch. Er hört nochmal durch. Er hört nochmal durch. Abseits, abseits. Tor abseits, ja oder nein? DFB Anti Osten. Aber anscheinend ist es doch nicht. Der gibt das nicht, der gibt das nicht. Pass auf. Leute, ich glaube immer an das Gute. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Ja! Hab ich gesehen. Presse! Der nächste Sitz. 0-0 zur Pause. Ein Tor nicht gegeben auf unserer Seite. Ein Tor nicht gegeben auf Braunschweiger Seite. Rote Karte. Uca berechtigt, ja oder nein? Lasst es mich gerne wissen. Ist natürlich ein herber Verlust, muss man sagen. Auf der Braunschweiger Seite. Ich bin gespannt, wie es in der zweiten Hälfte weitergeht. Eigentlich sieht das Ding schon ganz gut aus. Ja, und meine liebe Magda, meine Hansa-Freundin, meine Mama. Grüße gehen raus, auf den Heimsieg zum Abschluss. Glaubst du, das geht noch? Ja. Zum Abschluss ein geiles Saisonfinale. Zweite Hälfte geht los. Die Anzeigetafel macht auch nicht mehr mit. Tja, jetzt weiß ich auch nicht mehr, was hier los ist, aber ein paar Tore gehen immer für unseren FC Hansa. Hansa schießt Tor, gleich. Pass so auf. Sieht's aus. Geh hin. Wie gefällt mir das? Echt? Jetzt die Flanke. Hand, Handspiel, Handspiel. Geil! Geil!
Felix! Wo ist Alvin? Hier! Alvin! Alvin war Pickel! Das hat Mann, Alter! Zum Abschluss! Ey, ich bin diese Treppe hier hochgegangen und da ist das Tor passiert. Fröde! Topscorer! Bleib bei uns! Fröde! Fröde wieder! Fröde, wie geile Sau! Melon reingeworfen, Fröde eingeköpft! Anzeigetafel spielt auch verrückt. Hansa Rostock, ey. Nix. Was? Oliver? Markus Kolke! Kolke gibt ein Aus! Sollen die sich freuen, 1-1, wir machen noch das 2-1. Ja! Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Vereinen aussieht, ihr seht es. Wir wollen den Breyer sehen. Ey, in Überzahl, Mann. Die können sich doch nicht ausspielen lassen hier. Freistoß Braunschweig. Sehr schön. Fröde. Mach den Sack zu. Alois steht bereit. Das nächste Tor muss folgen in Überzahl. Wir wissen leider nicht, welche Minute. Ja. Weiter. Schiedsrichter! Breyer! Ohne Breyer kein Dreier! Da kommt er! Wird gefeiert wie ein Sieg! Ja, die letzten Minuten! Jetzt, der macht eins jetzt! Mit der Nummer 39. Jetzt zum Abschluss ein Tor. Komm jetzt. Gönn uns den krönenden Abschluss. Hansa Rostock, ole! Ja! Boah, gut gemacht! In der nächste Ecke. Hansa Rostock. Ey, ist nicht drin. Ich hab den auch drin gesehen. Pfosten! Aber wir wollen doch irgendwie ein Tor sehen vielleicht. Komm. Ja, weiter, schüt! Das wär's gewesen. Also. Zum Abschluss noch ein Tor, bitte. Irgendwie Schuss.
Zum Abschluss, besser geht's nicht. Zum Abschluss. Hammer. Was ist denn jetzt schon wieder? Das fünfte Mal jetzt heute. Du hast uns das Glück gebracht. Bitte. Alvin! Wir haben das Ding gewonnen, Alter. Hannover gegen Holstein Kiel, 1-5. Oh, oh, Magdeburg gegen Bielefeld, 4-0. Oh. Sekunde, Felix! Brian! Wir haben Lippen, diese Sekunde, oder? Ja, nicht. Höhen und Tiefen. Einer, ey! Was eine geile Saison! 6 Spiele ungeschlagen! Schala! 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 Besser geht's nicht, das beste Saisonfinale, was man uns schenken kann. Einmal gewinnen wir auch noch am letzten Spieltag. Max, wir waren förmlich abgeschrieben. Ja, und wir haben es durch Arnold Schwarz nochmal richten können. Glückwunsch auch an Braunschweig, die trotz Niederlage ja, den Klassenerhalt geschafft haben, zusammen gefeiert, zahlreich erschienen. Was für ein geiles Saisonfinale, unglaublich! Da geh ich hin. Junge, wir haben das Ding noch gewonnen. Einfach Breyer. Junge, jetzt ist mein Freibier. Freibier! Freibier! Freibier für alle! Da wird das Freibier eingeschenkt und durchgereicht. Ja, nehmen wir noch. Nehmen wir mit, ja, nehmen wir mit. Freibier! Gegen alle 6 Spiele ungeschlagen, Alter. Jawohl! Wer will uns schlagen? Einer muss, oder? Er muss rein ins Video. Oha. Das ist äußerst wichtig. Ja. Ich grüße alle 057er. Luis, erstes Mal im Stadion und gewonnen in der letzten Minute. Luis! Breyer, sowas von geil. Heimspiel Arminia Bielefeld, 20.30 Uhr.
der Junge hat uns das Bier ausgegeben und jetzt ist er wieder da. Und jetzt hab ich ihm das gratis Bier ausgegeben für den Kerstner halt. Leute, wir sind immer da, unser FCH. Nächstes Jahr, Olympiastadion. Schalke 04. Aus Gelsenkirchen. Wir freuen uns. Ja. Wir kommen, die Rostocker sind da. Die Rostocker sind da. Uwe Ehlers, der ist im Niemandsland. Mein Bruder ist verschollen, aber den suchen wir noch, was dir auf dem Herzen liegt. Ja, ich grüße meine Eltern und falls meine Schwester das sieht, auch meine Schwester. Und meine Oma. Und seine Oma. Meine Oma. Ich grüße meinen Papi. Hallo. Hallo. Drei Punkte für uns an FC Hansa. Und nächste Saison geht's nur noch bergauf. Achso, das kann man machen. Wer hat das Tor gemacht? Zeig mal. Ich weiß es nicht. Schöne Sommerpause, Jungs. Mach's genau. Prost, Hansa ist immer noch in der zweiten Liga. Der Wunsch von gefühlt jedem Hansa-Fan, glaube ich, wurde erfüllt. Breyer auf dem Feld, direkt ein Tor gemacht. Mehr geht gar nicht. Ich glaube, jeder ist zufrieden. Braunschweig bleibt in der zweiten Liga. Wir sehen uns nächstes Jahr. Zum Abschluss wird noch ein bisschen was ausgetauscht für den Heimsieg. Ja, hier links, rechts und so. Schön zum Abschluss. Überreicht mir mein Bruder noch die Autogrammkarte von Frank Pagelsdorf, Hansa-Legende. Vom Kennzeichen her, ich aus Jensfeld. Hallo. Gazelle passt. Zum Abschluss nochmal hier die Taten sprechen lassen. Ja, der YouTuber. Mittlerweile ist es schon dunkel. Kleines Fazit zu dieser Saison. Unser FC Hansa belegt den 13. Platz mit 41 Punkten. Was für ein wirklich sensationelles Ende, muss man einfach so sagen. Ja, unter Alois Schwarz. Glückwunsch natürlich an Darmstadt und Heidenheim für den direkten Ausstieg. Heidenheim in der 90. plus 9 und plus 3 irgendwie das Ding noch gedreht in Regensburg. Absoluter Wahnsinn, so ähnlich wie in Wiesbaden. HSV hat anscheinend schon gefeiert gehabt. Immer demütig bleiben. Immer abwarten bis zum Schluss. Und ja, ich hoffe, euch hat diese gesamte Saison gefallen. Schreibt gerne alles unten in die Kommentare. Danke für euer Feedback. Und natürlich an Hansa für diese sensationelle Saison. Kleines Fazit zum Spiel. Ich würde sagen, die rote Karte hat uns schon gut getan bei Braunschweig, dass wir dann befreit ausspielen konnten und dass wirklich Breyer am Ende in der 90. Minute noch den Siegtreffer erzielt. Das schreibt auch nur noch der Fußball. Ohne Breyer kein Dreier. Beste Aktion des Tages, ihn einzuwechseln, sein Tor. Genau. Ich glaube, ich kenne heute keinen, der das nicht gefeiert hat im Stadion. Perfekter Abschluss, besser geht's nicht mit 3 Punkten. Glückwunsch auch an Braunschweig zum Klassenerhalt. Ne? Wir sehen uns nächste Saison wieder. Besser geht's doch nicht. Verloren und trotzdem die Klasse gehalten, im Ostseestadion zusammen gefeiert. Viel Erfolg an den HSV in der Relegation gegen Stuttgart. Bin ich gespannt, wen wir dann zu Gesicht bekommen in der zweiten Liga. Ob Stuttgart, Hamburg, wir den beide. Ja. Ja. Ja, entweder für André oder für uns. Naja, genau, der stimmt. Das wär, also wir nehmen alles. An Sandhausen, Regensburg, alles Gute. Die sind jetzt, sage ich mal, feststehende Absteiger. Bielefeld muss in die Relegation, ebenfalls dort natürlich, da bin ich gespannt. Sollte im Normalfall gegen Wiesbaden machbar sein, aber das müssen die Jungs dann schaffen, von der ersten Liga in die dritte, der Durchmarsch, der negative, ja, irgendwie zu stoppen. Am Ende sind wir froh, dass wir damit nichts zu tun haben. Obwohl, in die erste Liga dritter Platz, irgendwann, das wäre auch mal schön. Hätte ich auch nichts dagegen. Hätte ich auch nichts dagegen, ne? Aber wir wollen einfach nochmal, ja, Abschied nehmen von der Truppe. Danke Stefan für die geile Saison, muss man einfach so sagen. Nächstes Jahr gerne wieder. Genauso wie Felix, nicht selbstverständlich. Danke an meinen Bruder. Es ist einfach krass, dass wir wirklich die 34 Spiele am Stück gemeinsam erlebt haben. Insgesamt 37. Ja, mit Freundschaftsspielen und so weiter, Bonusspiele. Der Pokal war auch nur ein Bonus. Unbeschreiblich. Also Dankeschön auch an euch, an Nicolo, ne, der auch immer wieder die harten Auswärtstouren mitgemacht hat. Genau, André auch auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Ja, André, bester Mann. Nicolo, bester Mann. Und wir sehen uns in der neuen Saison. Wenn nichts irgendwie in die Quere kommt, dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Saison wieder. Also Leute, ne? Für unseren FC Hansa, für euch, für den Verein. Und Leute,
dieses Video, das war eine Ausnahme. Genau, wir gucken mal. Ich muss ja auch nochmal entschuldigen. Nehmt das bitte nicht zu ernst, aber es ist wirklich, ihr müsst das ja auch ein bisschen verstehen. Hansa, wir sind drin geblieben. Das musste man feiern, ja. Das war safe. Das war eigentlich nur ein Tag zum Feiern. Wir wissen auch nicht, was wir gelabert haben. Wir haben euch alle getroffen, mit jedem versucht zu reden, mit jedem versucht ein Bild zu machen, mit jedem versucht irgendwie Zeit zu verbringen. Ja. Nimmt uns das nicht zu übel, wenn die Fakten und alles ein bisschen zu kurz kamen. Genau. Wir sind auf jeden Fall nächste Saison wieder am Start, so wie ihr es gewohnt seid. Dieses Video war vielleicht eine kleine Ausnahme, aber das versteht ihr alle, glaube ich, wenn man mal eine Sache feiern kann. Vor allem, wenn man muss sein, ja. Und ein gesammeltes Fazit. Wenn man wirklich einen Druck hatte, ne, dann hat man heute mal alles rausgelassen. Genau, heute deswegen, heute durfte man. Typisch HSV. Danke für eure Unterstützung. Bleibt stabil, haut rein und bis zum nächsten Mal. Weil viele auch immer gefragt haben, Max, sehen wir uns jetzt gar nicht mehr in der Sommerpause? Doch, schaut gerne mal auf meinem Zweitkanal WeamX1965 vorbei. Dort werde ich alle weiteren Transfergerüchte, Wechsel und Hansa-News, sage ich mal, weitermachen, drüber berichten. Wer Bock hat, kann gerne mal unten in die Beschreibung gehen, da findet ihr den Link. Und ihr seid dann immer up to date. Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause. Macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal.